Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In diesem Video geht es um die Frage, wie baut man am besten Muskeln auf? Der ganz klassische und ziemlich unumstrittene Weg ist der Muskelaufbau über die Progression. Das heißt, progressiver Muskelaufbau bedeutet so viel wie mehr Gewicht ergibt gleich mehr Muskeln. Dieser Weg ist ziemlich unumstritten und ist der ganz klassische Weg. Du nimmst einfach ein höheres Trainingsgewicht, erzeugst dadurch natürlich einen höheren Reiz auf den Muskel. Der höhere Reiz auf den Muskel hat zur Folge, dass sich der Muskel den Belastungen anpasst. Das bedeutet, er wächst, er wird größer und dicker. Das Ganze ist die Progression, aber man kann, wenn man das Ganze über einen gewissen Zeitraum betrachtet, das Ganze aber eben auch als gewisse Limitation betrachten. Das bedeutet, am Anfang kann man sich ganz gut steigern, aber nach einiger Zeit wird die Erfolgskurve einfach immer flacher. Das Steigungsdreieck hier an der Stelle ist vielleicht noch ziemlich günstig, sehr effektiv, aber das Steigungsdreieck hier, also der Erfolg in gleicher Zeit, beispielsweise über einen Zeitraum von vielleicht 6 Wochen oder 8 Wochen, ist weitaus geringer. Am Anfang erzielt man einfach mehr Erfolge als später. Und gerade wenn man schon jahrelang trainiert, wird es einfach sehr schwer werden, progressiv Muskeln aufzubauen. Warum wird das Ganze schwer? Die Sache leuchtet ein. Man wird bei gewissen Übungen, zum Beispiel beim Bankdrücken, merken, man kommt relativ gut an, vielleicht 140 Kilo ran. Aber was dann passiert, wird eben alles sehr langwierig und sehr aufwendig. Dann wird man mal krank oder tut sich vielleicht irgendwo weh und setzt aus und fängt dann wieder an mit 5 Kilo weniger, arbeitet sich eben mühevoll wieder hoch auf die alte Trainingsleistung, aber man kommt kaum voran und wenn man links und rechts 2 Kilo mehr drauflegt, dann ist es schon zu viel. Das heißt, man müsste mit ganz kleinen Scheiben arbeiten, um da noch voranzukommen. Früher konnte man vielleicht links und rechts jeweils mal 5 Kilo gut mehr an Tagen drücken. Heute ist es dann so, dass man da 50 Gramm links und rechts am liebsten drauflegen möchte, um einfach nur minimal mehr zu schieben. Es ist eine ganz klassische Sache, man kann einfach bei der Progression es nicht ins Unendliche treiben. Was ja leider nicht funktioniert, ist das Ganze jetzt irgendwie so bis ins Unermessliche zu steigern. Das Ganze funktioniert leider nicht linear, sondern eben über diese Kurve, es flacht sich ab, das Ganze wird einfach immer flacher und immer ineffizienter. Da hat man sich natürlich gedacht, da man progressiv zwar Muskeln aufbauen kann, das Ganze aber eben hier in diesem Bereich natürlich einfach nicht mehr so effizient wirkt, über welche Möglichkeiten kann man noch Muskeln aufbauen? Gibt es vielleicht auch noch Faktoren, die jetzt nichts mit Progression zu tun haben, die trotzdem Muskelaufbau hervorrufen? Und es gibt diese Trainingsmethoden, es gibt diese Faktoren, zum Beispiel eben auch bei Trainingsmethoden wie Pitfalls. Das ist eine Trainingsmethodik, da werden sehr viele Muskelfasern aktiviert. Es gibt natürlich auch andere Trainingsmethodiken. Auch mein 48er Explosive Training zielt darauf ab, möglichst viele Muskelfasern zu stimulieren, den Muskel auf verschiedenen Längen zu reizen und eben verschiedene Belastungsarten intensiv zu nutzen. Das Ganze zielt natürlich am Ende darauf ab, möglichst viel Muskulatur aufzubauen und womit das eben nur bedingt zu tun hat, ist nämlich Progression. Das Ganze ist einfach so, dass du zum Beispiel beim 48er Explosive Training eine gewisse Pumptechnik nutzt. Ja? Das sind einfach, unter Pumptechniken fasse ich all das zusammen, was eben nichts in erster Linie nur mit Progression zu tun hat, sondern damit fasse ich all das zusammen, wo eben noch verschiedene Faktoren für den Muskelaufbau genutzt werden. Man kann also auch mit weniger Gewicht Muskeln aufbauen, indem der Reiz einfach intensiviert wird. Der Reiz, den man hat, beispielsweise auch schon aus einem kleineren Gewicht, der wird einfach intensiver genutzt. Dadurch hat man einfach den Vorteil, dass man auf den Muskel eine sehr große Wirkung erzielt. Das heißt, der Wachstumsreiz, der wird höher gesetzt unter Umständen, als wenn man nur progressiv trainiert und mehr Gewicht nimmt und sich vorstellt, dass daraus sich alles ableiten lässt, was mit Muskelwachstum zu tun hat. Das bedeutet, hier wird der Reiz ins Zentrum des Ganzen gesetzt. Es werden verschiedene Reize gesetzt, also sowohl der konzentrische, der isometrische, als auch der exzentrische. Diese Belastungsarten werden alle samt genutzt. Das bedeutet, auf diese Belastungsarten wird sehr viel Wert gelegt. Ganz besonders viel Wert gelegt wird dabei natürlich auf die exzentrische Belastung. Das habe ich euch ja schon in einem Video erklärt, dass gerade die exzentrische Belastung der Muskelstretch ganz viel für das dicken Wachstum der Muskulatur, sozusagen für die Veränderung des Muskelvolumens zu tun hat. Ganz wichtig auch noch ist nicht nur der Reiz, sondern letztendlich auch die Trainingshärte und Intensivität. Also auch wie intensiv trainiert man,
Welche Reizzeiten gibt es? Damit einhergehend, welche Ruhezeiten gibt es? Ruhezeiten, Schrägstrich, Regenerationszeiten, Schrägstrich, Wachstumszeit für den Muskel. Das heißt, das hat natürlich auch sehr viel mit dem Splitting zu tun. Auch der Split ist etwas, was damit zu tun hat. Also wie intensiv trainiere ich und wie hart trainiere ich, wie oft tue ich das Ganze und in welcher Abfolge tue ich das Ganze, welche Regenerationszeiten bekommt meine Muskulatur, welche Zeiten hat sie eigentlich zu wachsen, welche Primärbelastung und Sekundärbelastung kommen da aufeinander. Das heißt zum Beispiel Primärbelastung und Sekundärbelastung, wenn ich an einem Tag die Brust trainiere, trainiere ich sekundär den Trizeps mit. Da kann ich nicht am Tag drauf dann anfangen, meinen Trizeps auszupumpen noch und nöcher. Wird nicht funktionieren, beziehungsweise das Ganze wird nicht sonderlich erfolgreich sein. Man merkt es ja eigentlich auch schon, wenn man eben im Trizepsbereich die Vorbelastung noch spürt, weil man einen Tag davor ein Bankdrücken gemacht hat, wo man den Trizeps mit beansprucht hat. Das ist mal ganz kurz im Nebensatz soweit. Ansonsten geht es halt eben um verschiedene Faktoren und letztendlich das ganze System zielt darauf ab, natürlich auch irgendwo progressiv aufzubauen. Man steigert sich schon, aber es ist eben nicht nur Progression, sondern es werden auch andere Faktoren genutzt. Man kann auch mit einem kleineren Gewicht einen größeren Reiz erzielen, indem man einfach intensiver trainiert, indem man zum Beispiel die Bewegungsausführung langsamer gestaltet, indem man an gewissen Punkten vielleicht auch mal ganz kurz hält, isometrische Belastung nutzt und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viel, was eben über die einfache Progression hinausgeht, um eben diesen Faktor genau an der Stelle anzusetzen und sich genau an der Stelle zu sagen, es muss noch mehr geben, was mich hier an der Stelle erfolgreich macht und dass man hier nicht irgendwo immer weiter stagniert, sondern gerade in der Stagnationsphase sich überlegt, was kann ich ändern und vielleicht an der Stelle dann einfach umschwenkt und auch wieder so weiter vorankommt. Das ist der ganze Sinn des Ganzen, deswegen habe ich auch gesagt, 48er Explosive Training ist im Kern für bereits fortgeschrittene Sportler optimal geeignet. Gerade diejenigen, die schon fortgeschritten sind, die werden davon den größten Nutzen haben, die sich eben schon an diesem Punkt befinden. Natürlich kann man auch als Anfänger anfangen damit zu trainieren. Man muss sich aber eben vorher erstmal die Grundfitness aufbauen. 48er Explosive Training ist überhaupt nichts für unfitte Leute. Alles klar, das erstmal zum Thema progressiv Muskeln aufbauen oder Muskeln auf Pump. Es gibt eben deutlich mehr Faktoren als das reine Trainingsgewicht, die eben Einfluss auf den Muskelaufbau nehmen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.